Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 13-2. Zurück in Neo Bodum, ja unbekannt. Hier im Ort der Stille gibt es zwei weitere Fragmente zu holen. Ah. Und es werden wahrscheinlich andere Endparadoxer sein, die ich hier holen kann. Warte mal, ich blätter mal die Seite auf. Und dann überspringen wir das und gehen in den Dialog-Trigger, wo Lightning halt echt bescheuert aussieht. So, das war dieses Paradoxon, genau. So, kann ich zurück zur Chronosphäre? Nee, scheiße. Okay, das nächste wäre Future is Hope. Da muss ich Alyssa alle Kerne in die Hand drücken und ja, das war der Deckel meiner Cola. Da. Muss ich Alyssa alle Kerne in der Hand drücken. Und jetzt, was muss ich jetzt hier machen? Was muss ich denn jetzt hier machen? Wieder gehen? Ja, da vorne zum Einschlagplatz zu Noel, genau. So, ja, auf jeden Fall müssen wir Alyssa alle Graviton-Kerne geben, um damit dann das zweite Endparadoxon einzuleiten. Nope. You can do it. Das ist Benils Stimme, oder? Warte mal. Ne, okay. Ich weiß, es gibt ein Ending, das nennt sich Benils Truth. Und weil ich mir dachte, das ist Benils Stimme, dachte ich jetzt, dass ich eventuell hier gleich mal ihr Ending triggern kann. Ach nee, stimmt, Vanille begegnet uns ja hier, weil sie ihren Geist herausschickt und mit uns redet. Zeitspalt betreten. Oh weh, ich muss jetzt nochmal so ein dusseliges Rätsel machen. Sterbende Welt. Muss ich jetzt Noel extra nochmal aus der sterbenden Welt rausfischen? Ich hoffe, es geht schnell. Und das Ending habe ich ja jetzt. Damit bin ich ja glücklich. Ah, ich kann ja überspringen. So, wo sind wir hier? Siedlungspfad. Siehst du, ich muss dem Herr auch nochmal was googeln, weil ich weiß, ich kenne den Begriff Alkoven.
Ich weiß gerade nichts damit anzufangen. Achso, ach, ich vergesse immer, dass ich überspringen kann. Ja, auf jeden Fall hier in der sterbenden Welt soll in einem Alkoven eins der Monster sein, eins dieser Monsterfragmente, die ich holen muss noch. Deswegen. Aber damit ist wahrscheinlich einfach nur eine Nische gemeint. Ich werde jetzt mal nicht alle umbringen. Halt hier rum. Dann da hoch zum Dinges, oder? Ah, hier, Alcove Landform. It's a geographical and geological term for a steep-sided hollow in the side of an exposed rock, face or cliff, of a homogeneous rock type that was water eroded. Okay, also eine Nische in einem Felsen. Hä? Scheiße. Man muss jetzt wohl doch alle umbringen. Aber mir fällt gerade ein, gut, dass ich, eigentlich blöd, dass ich mich Lightning nicht angeschlossen habe. Weil ich jetzt halt die ganze Scheiße nochmal machen muss. Okay, jetzt bin ich etwas überfragt. Okay. Also das muss ich bei Mori machen. Bei Noel hier vorne. Ich höre hier immer noch die Kiste, die hier rumwobbelt. Katzin. Katzin. Folge Noel. Katzin. Ui, ich habe keine Cheats an, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben, so nebenbei.
Cutscene. Kann ich das auch mit Escape und, und 1 machen? Dann muss ich nicht jedes Mal auf den Controller drücken. Und dann da oben 1 drücken. Weil das Äquivalent für 1 habe ich, glaube ich, nicht auf dem Controller. Oder was tut die 1? Karte ein- und ausblenden. Ah, Select. Okay. Okay. Wunderbar, dann muss ich jetzt nicht jedes Mal 1 drücken. Ach, nur das kann ich jetzt nicht überspringen. Ja, jetzt müssen wir Noel halt hinterher scheißen. Dann können wir aber mal so nebenher gucken, wo die Felsnische sein soll. Irgendwo in Black Sands soll es gewesen sein. So, ich schneide mal den Weg ab. Das war keine Cutscene. Das ist jetzt live. Das wird jetzt eine Cutscene. Ich brauche halt immer noch das Achievement dafür, dass ich oft genug die Paradigmen gewechselt habe. Ich fasse es nicht, dass ich das einfach nicht habe. So, Artemis-Pfeil, gib ihm. Sobald der einschlägt, den bekämpft, bevor er mir seine Debuffs drücken konnte. Überspringen. Noch eine Potion. Jetzt müssen wir wieder zum Portal, zum Artefakt der Zeitenseher. Oh. Dass es hier halt auch keinen Chocobo gibt. Aber, warte mal, sind wir Sterben der Welt 700? Ah, aber ich kann Mock immer noch nicht werfen, na gut. Der Schmock. Todeswüste ist, glaube ich, Black Sands oder wie das Ding heißt. Wo ich danach hin muss. Da oben vielleicht. Naja, bloß nicht reinlaufen. Apotamkin. Will nichts mit Apotamkin zu tun haben. Warum rennt mir Apotamkin hinterher? Ich greife den nicht an. Ja, wir haben noch 6 Minuten, um zu Yule zu rennen. Das ist jetzt auch ein bisschen anstrengend mit den Endings, muss ich sagen. So, dass ich das hier halt wieder machen muss. Dieses Hin- und Her-Grenne. Dass es hier keine Chocobos gibt. Weißt du, es würde mich nicht stören, zu Yule zu laufen. Wenn es wenigstens Chocobos gäbe, dass ich nicht von Gegnern angegriffen werde. Und, dass ich halt auch ein bisschen schneller laufe. Weil das ist jetzt ein bisschen langweilig. Das ist halt auch das, was mich an Final Fantasy XIV so stört. Ich kann es nur wiederholen. Du rennst von A nach B und A und B sind halt einen Kilometer auseinander und dann wirst du wieder zu A zurückgeschickt. Das ist halt so dumm.
Ich mache mir da keinen Stress. Heilung der Zeit. Oh lol. Also, ich habe dort angehalten, nicht weil ich so überrascht war, sondern weil ich tatsächlich in das Vieh reingerannt bin. Es hat mich jetzt echt überrascht, dass der Kampf nicht eröffnet wird. Ich meine, ich finde es gut. War nur ein bisschen überraschend. Das mit den Kämpfen ist halt auch ein bisschen nervig, dass ich jetzt halt die ganze Zeit Kämpfe hinterhergeschmissen kriege. Ich hätte mich halt echt gefreut, wenn man überleveln könnte. Wenn ich halt auf Prestige aufwerten könnte und dann halt ein paar wenige Punkte zusätzlich noch ins Kristallium packen könnte. Für teurer halt, aber, ne, wisst ihr? So, ich bin jetzt hierher gerannt, um diesen zu machen. Und diesen. Und dann diesen. Zeitspalt betreten. Zack. Und damit kommen wir jetzt, glaube ich, zurück in die Chronosphäre, oder? Oder wo werden wir jetzt hingeschmissen? So, fällt mir ein, ich habe mein Kinder-Country unten liegen lassen. Muss ich mir gleich mal nach der Folge holen. So, damit sind wir in Neobodum. Wir dürfen mal wieder nicht laufen. Wenn der Sprung halt schneller geht als die Bewegung. Gott sei Dank. Ich hasse es, wenn so eine künstliche Verlangsamung besteht. Ja, irgendwohin wird der Zeitspalt schon führen, das stimmt wohl. Nope. Das sind halt die Inhalte, die wir alle schon gesehen haben. So. Dann ab durchs Portal, dann landen wir gleich mal wieder in der Chronosphäre. Also, ich glaube, im nächsten Abschnitt landen wir dann und dann... Kann ich einfach so zurück zur Chronosphäre? Nee. Oh, ich krieg die Krise. Weil ich jetzt extra nochmal das Artefakt dort hinten holen muss. Das hinten schwebt. Da muss ich wieder zum Portal vorlaufen. Da muss ich eine Cutscene überspringen, vielleicht sogar zwei Cutscenes. Und dann ist Ende. Das ist halt schon ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Also das frustriert mich gerade wirklich ein bisschen. Archenartefakt, schon wieder. Man merke übrigens an, ich bin schon auf wenig Kämpfen, ja. Ich habe schon die Fragmentfähigkeit aktiv, dass ich wenig Kämpfe kriege. Das ist halt schon irgendwo ein bisschen cool, wie Cocoon da im Hintergrund so rumliegt. Ja. So. Ich kann Akademie, obwohl nee, ich muss es erstmal entriegeln, um es dann wieder zu verriegeln. Um dann das nächste Ending einzuleiten. Gott, ey. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.